Hallo ihr Lieben, dieses Video handelt davon, sich selbst zu verletzen oder sich selbst sogar umzubringen. Das ist ein Thema, was, denke ich, einige betrifft, egal ob man missbraucht wurde oder nicht. Aber über dieses Thema wird leider so unfassbar wenig geredet. Denn viele Menschen, denke ich, verstehen es zum einen nicht, warum jemand sein Leben beenden sollte. Es ist ja jetzt theoretisch biologisch nicht sinnvoll, denn eigentlich will ja die Menschheit sich fortpflanzen, möchte immer mehr Nachkommen zeugen und sich da selbst umzubringen, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ja, einige versuchen sich umzubringen, andere verletzen sich und ich möchte einmal klarstellen, dass das nicht unbedingt beides zusammenhängt ist. Das heißt nicht, dass irgendjemand, der sich selbst verletzt, sich umbringen möchte, denn sich umbringen bedeutet letztendlich als letzten Ausweg, den man vielleicht sieht, zu sagen, so, ich möchte das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin völlig fertig, ich beende das jetzt. Sich selbst zu verletzen muss nicht unbedingt eine Vorstufe davon sein, sich umzubringen. Es kann auch einfach ein Weg sein, um Gefühle rauszulassen, um mit bestimmten Problemen umzugehen. Und das klingt erstmal komisch, weil warum sollte man sich selbst verletzen, damit es einem besser geht? Das ist eigentlich nicht wirklich logisch, aber im Kopf einer Person, die krank ist, und das ist man in diesem Punkt, ja, da macht es Sinn. Und zwar möchte ich euch das gleich nochmal ein bisschen genauer erklären, für die, die halt das überhaupt nicht kennen, gar keinen Zugang zu diesem Thema bisher hatten, oder auch für diejenigen von euch, die sich selbst verletzen und einfach nicht verstehen, warum mache ich denn sowas? Das ist schlecht und ich möchte eigentlich damit aufhören, aber ich mache es immer wieder. Was man verstehen muss dabei, ist, dass Selbstverletzen im Prinzip eine Sucht sein kann. Und wenn ihr jetzt von jemand anderen hören würdet, diese Person ist alkoholabhängig oder zigarettenabhängig und kommt da nicht raus, dann würdet ihr dieser Person ja auch raten, hol dir Hilfe, und zwar professionelle Hilfe, rede mit jemandem und lass dir helfen. Und genauso ist es auch bei solchen Sachen wie Selbstverletzen oder wirklich Selbstmordgedanken. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder, der missbraucht wurde, solche Gedanken hat. Es gibt Menschen, die gehen ihr ganzes Leben lang mit diesem Thema um und haben nie diese Gedanken, was wundervoll ist, und ich denke, das ist hoffentlich auch die Mehrheit. Aber es gibt eben auch welche, die eben davon betroffen sind. Und ich möchte erstmal all denjenigen von euch, die davon betroffen sind, sagen, es ist zwar nicht normal, es ist aber durchaus etwas, was häufiger passiert. Das heißt, ihr seid jetzt nicht die einzigen Ausnahmefälle, sondern es gibt mehrere Fälle davon. Und ich denke, dass viele auch sehr ge im Geheimen sich sowas antun. Und also viele sagen jetzt zum Beispiel, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Und ich denke, weil man so eine negativen Reaktion darauf hört, kann ich verstehen, dass man eigentlich zu niemandem hingehen möchte, dass man nicht vielleicht den Eltern davon erzählt oder den besten Freunden oder wem auch immer man dann vertraut. Und ich kann euch einfach nur raten, erzählt es bitte trotzdem jemandem. Egal, ob das ein Lehrer ist, ob das ein Arzt ist, ein Psychologe, ein Psychiater, eure Eltern, Geschwister, Freunde, egal wem, erzählt es jemandem. Denn da wieder selbst rauszukommen, ist unheimlich schwer und kann eben auch euch wirklich gesundheitlich schäden. Das heißt, wenn ihr solche Gedanken habt, seid dann an einem Punkt, wo es euch nicht mehr gut geht, wo ihr auf jeden Fall euer Leben gefährdet und ja. Da an diesem Punkt müsst ihr euch an niemanden wenden. Das ist richtig, richtig wichtig, denn das ist kein Thema, mit dem man spaßen sollte. Ich denke, niemand ritzt sich einfach so. Niemand haut gegen die Wand einfach nur so, weil er da lustig ist und Lust drauf hat. Da gibt es Gründe für. Und diese Gründe müsst ihr ganz schnell rausfinden, sofern ihr sie nicht wisst, und versuchen, irgendwie damit umzugehen. Ein paar Tipps kann ich euch geben, die erzähle ich euch nachher noch am Ende des Videos. Aber das ist kein Ersatz für eine Therapie, für eine fundierte Hilfe mit einer Person, die euch gegenüber sitzt und genau weiß oder genau es einschätzen kann, was für euch am besten ist. Jetzt einmal zum Thema Selbstverletzen. Selbstverletzen ist etwas, was viele Gründe haben kann. Ich kenne es eher so, dass es halt ein Weg ist, Gefühle rauszulassen, weil manchmal kann man das Gefühl haben, es sind einfach so unfassbar viele Gefühle in einem und man weiß nicht wohin. Es ist einfach wie ein Ball, der immer in euch rumspringt und immer schneller und ihr wollt ihn einfach nur raushaben. Und warum auch immer ist dieses Gefühl, sich selbst zu verletzen, einmal irgendwas ganz Schlimmes zu tun, das ist befreiend. Das ist wirklich befreiend. Das ist im Endeffekt
tolles Gefühl, dass man einmal wirklich diese ganzen Gefühle einmal rauslässt mit irgendeiner sehr extremen Tat. Im Nachhinein, wenn das Ganze vorüber ist, dann fühlt man sich schuldig, man fühlt sich schlecht, man denkt, warum habe ich das schon wieder getan? Das war blödsinnig. Und trotzdem macht man es wieder, weil es eben süchtig machen kann. Für einige ist Selbstverletzen noch eine Art, um überhaupt irgendwas zu spüren, denn wenn halt die ganzen Gefühle so viel werden, gerade die negativen Gefühle, dann versucht man irgendwann nichts mehr zu fühlen, weder positiv noch negativ. Es fehlt wirklich alles. Man ist im Prinzip in einer Schwebe, in der einem alles irgendwie egal ist. Und das ist einfach ein Zustand, wo man am liebsten raus möchte, weil man fühlt einfach nichts mehr. Man hat keine Freude mehr im Leben, weil Freude spürt man auch nicht mehr. Und sich selbst zu verletzen, dieser Schmerz, den fühlt man. Diesen Schmerz fühlt man ganz stark, ist ja klar, denn das ist vom Körper eine natürliche Reaktion. Und das kann genauso befreiend sein. Das heißt, die Menschen, die sich selbst verletzen, verletzen sich nicht unbedingt, weil sie sich was antun wollen, sondern einfach, weil sie irgendwie versuchen, mit ihren ganzen Gefühlen umzugehen oder mit dem Nichtvorhandensein von Gefühlen. Es gibt auch andere Wege, wie man das erreichen kann, aber das ist eben ein Weg, zu dem man irgendwie tendiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr davon betroffen seid oder wenn ihr jemanden kennt, der davon betroffen ist, ratet dieser Person, irgendwie einen Weg zu finden, anders damit umzugehen. Also der Drang wird immer noch da sein, das dauert auch, bis der weg ist und vielleicht geht er auch nie weg, leider. Aber trotzdem solltet ihr auf jeden Fall versuchen, damit aufzuhören. Früher war es halt so, dass man Leuten einfach im Prinzip alles entzogen hat, um sich zu verletzen, die Rasierklingen, das Messer, was auch immer es war. Aber das Problem ist, dieser Drang, sich selbst zu verletzen, der ist ja immer noch da. Und das ist so, als ob ihr einem Alkoholiker sofort den Alkohol entzieht und der dreht erstmal durch. Das ist klar, weil der Körper davon abhängig ist. Und dessen sollte man Strategien aufbauen, die einem durch diese Zeit helfen, während man Mittel und Wege kennenlernt, wirklich mit seinen Gefühlen umzugehen, sich damit zu beschäftigen, sie zu verstehen. Und das können eigentlich nur Psychologen. Zwei Tipps kann ich euch geben, die wirklich auch in Therapien verwandt werden mittlerweile. Das erste ist, wenn ihr ein Gummiband um euer Handgelenk schnürt, das jetzt natürlich nicht das Blut abschnürt, sondern es sollte halt einfach eng anliegen, aber nicht richtig reindrücken. Und ihr jetzt spürt, so, ich muss jetzt irgendwas tun, ich habe jetzt diesen Drang, ich möchte mich verletzen, dann könnt ihr mit dem Gummiband ganz doll schnipsen gegen das Handgelenk, was wirklich wehtut. Und für einen kurzen Moment habt ihr einfach dieses Gefühl von Schmerz, und zwar ein wirklich starker Schmerz. Aber ihr habt euch nicht langfristig verletzt. Es sind keine Narben da. Und es ist zumindest ein Mittel, welches jetzt das Ritzen, wenn wir jetzt davon reden, nicht ersetzen soll. Ja, also für eine Zeit schon, aber nicht endgültig, sondern endgültig müsst ihr andere Wege finden, wie zum Beispiel mit kreativ sein, eure Gefühle rausmalen, rausschreiben, tanzen. Das ist bei jedem anders. Ihr könnt auch darüber reden. Irgendwann fällt euch das vielleicht gar nicht mehr so schwer. Aber bis zu dem Punkt, wo ihr diese ganzen Mittel kennengelernt habt, wo ihr bis zu diesem Punkt, wo ihr vielleicht einen Therapieplatz bekommen habt, da könnt ihr das machen. Es ist immer noch besser, als wenn ihr euch immer die Handgelenke aufritzt. Wichtig ist dabei, wie gesagt, dass nicht das Blut abgequetscht wird. Das wäre natürlich jetzt auch nicht so schön. Sondern es darf halt wirklich nicht so stark in die Haut reindrücken. Wie so ein Zopfgummi, was so ein bisschen reindrückt, aber halt nicht so doll. Was anderes, was nicht ganz so intensiv ist, aber trotzdem vielleicht euch so ein bisschen dieses Gefühl gibt von, okay, ihr macht jetzt was. Es gibt diese kleinen Noppenbälle, die kann man sogar bei DM, glaube ich, kaufen oder Rossmann oder so, aber auch, glaube ich, im Sanitätshaus kriegt man welche oder auch im Internet. Und diese Noppen, wenn ihr die ganz doll drückt, dann tut das auch ein bisschen weh und gibt auch wieder eurem Gehirn so dieses Signal, da sind jetzt Schmerzen. Und es kann auch das Ritzen oder das gegen die Wand schlagen oder was auch immer ihr macht, ersetzen. Ich sage euch nochmal, das ist ein Weg, um überhaupt erstmal mit dem Ritzen aufzuhören, aber es ist nicht das Endergebnis. Es ist nur etwas, was euch jetzt kurzfristig helfen kann. Letztendlich müsst ihr aber lernen, mit eurem Gefühl, mit eurem Problem umzugehen. Und ich kann euch wirklich nur raten, holt euch in diesem Punkt bitte ganz dringend Hilfe. Ich denke, es ist immer schwierig, überhaupt anzufangen, darüber zu reden mit irgendwelchen anderen Leuten. Mir ist das auch richtig schwer gefallen. Aber letztendlich gibt es so viele Menschen, die euch wirklich helfen wollen. Und ich denke, der beste Tipp ist einfach, seid ehrlich. Seid einfach wirklich ehrlich und erklärt der anderen Person auch, warum ihr das macht. Wenn ihr es wisst, ich weiß, manchmal ist es nicht ganz klar. Man merkt einfach nur, in bestimmten Situationen habe ich diesen Impuls. Da könnt ihr zum Beispiel mal gucken, was ist da vorher passiert? Wieso
braucht dich das jetzt? Und wenn ihr euch das notiert und mal guckt, dann seht ihr vielleicht ein Muster in bestimmten Situationen und könnt ein bisschen vorhersehen, was euch stresst, was euch diesen Impuls gibt, dass ihr euch selbst verletzen wollt. Ja, zum den Selbstmordgedanken. Diese Gedanken können viele Menschen genauso wenig verstehen, weil halt viele einfach nicht verstehen, warum man sein Leben beenden sollte. Jeder kennt das, wenn man mal eine schlechte Phase hat. Und dann sagen auch viele immer so, ja, jeder hat doch mal eine schlechte Phase, da musst du dich doch nicht gleich umbringen. Das stimmt, aber wenn man schwer depressiv ist, dann ist die schwere Phase nicht nur einen Monat lang oder zwei oder vielleicht ein Jahr, das dauert teilweise mehrere Jahre. Und irgendwann fängt man an, einfach nicht mehr daran zu glauben, dass es besser wird. Irgendwann denkt man sich einfach nur, ach, das Leben ist einfach nur noch scheiße, Entschuldigung. Aber das denkt man halt. Und wenn dann das Umfeld nicht so für einen da ist, zumindest subjektiv nicht für einen da ist. Wenn du da draußen das Gefühl hast, du kannst nicht mehr und du möchtest dich umbringen, dann kann ich wirklich nur sagen, hol die Hilfe. Und auch wenn jetzt gerade alles schlimm aussieht und auch wenn du das Gefühl hast, mein Leben wird nie wieder besser und es ist was ganz Furchtbares passiert und ich kann nicht mehr, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht mehr klar denken, ihr kommt da raus, ihr kommt da raus. Das ist immer so. Jeder schafft das irgendwann. Das mag dauern und ihr mögt es jetzt hassen, aber irgendwann habt ihr es geschafft und ihr werdet dann so stark da rausgehen. Ihr werdet endlich glücklich leben und einigermaßen unbeschwert. Und natürlich wird es auch noch mal negative Momente geben, aber diese Stärke, die ihr dadurch gewonnen habt, die wird euch euer ganzes Leben erhalten bleiben. Und genau diese Stärke wird euch später helfen, dass sowas eben nicht noch mal passiert, sondern dass ihr durch schwere Dinge durchgeht und danach das Gefühl habt, das war okay. Ich habe das überlebt, ich habe es geschafft. Und auf sowas könnt ihr so stolz sein, wenn ihr das geschafft habt und euch gesagt habt, ich möchte mein Leben nicht beenden, ich möchte es einfach nicht. Dann seid ihr so stark und wirklich, ich bin da auch stolz auf euch. Also bitte tut mir und vor allen Dingen euch den Gefallen und holt euch Hilfe. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und vertraut mir, es wird besser. Ich war auch an einem Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Es war einfach so viel und ich dachte einfach nur, wie, so will ich nicht leben, ich will das nicht und ich konnte auch nicht so viel daran ändern, dachte ich zumindest. Aber letztendlich durch eine therapeutische Hilfe und sowas alles habe ich es dann geschafft und ich habe endlich einigermaßen die Stärke, die ich brauche, um einfach durchs Leben zu kommen. Also ja, hab Vertrauen in euch, hab Vertrauen in die anderen Leute und sagt euch nicht, ihr seid die Einzigen. Denkt nicht, dass ihr die Einzigen seid, die mit solchen Problemen. Es gibt leider sehr viele davon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und hat euch ein bisschen geholfen. Denkt bitte immer daran, dass niemand anderes es wert ist, dass ihr euch dafür verletzt oder euch etwas antut. Also, wenn ihr Probleme haben solltet, holt euch Hilfe. Das ist ganz wichtig. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Fragen stellen. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner YouTube-Seite. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!